Wichtig ist, Spaß zu haben, zu singen in einer fröhlichen Runde. Das macht richtig Freude. Macht Spaß. In erster Linie das Singen, dann die Gemeinschaft mit fast Gleichaltrigen, obwohl ich schon nicht mehr so jung bin. Soziale Kontakte sind mir auch ganz wichtig. Hast du einige Freundschaften geschlossen? Ja, viele. Ja, ja, innerhalb kürzester Zeit, weil die Leute sind in dieser Akademie oder im Chor überhaupt kein bisschen arrogant. Ich komme in die Akademie, weil ich Menschen in meinem Alter treffe, die auch jung geblieben sind, also auch Spaß an der Musik haben. Also ich bin ausgemacht happy und ich bin wirklich so glücklich, dass ich dabei bin. Ja. Die Menschen, mit denen ich hier zusammenkomme, erstens, aber auch die Leitung, das muss ich auch sagen, das ist großartig, das ist mitreißend und ich freue mich immer jedes Mal drauf, dass ich hier was Neues dazulerne. Man hat ja jahrelang nichts getan und jetzt mit einem Mal fängt man wieder in Malta an und das ist sowas von Tolles. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich einfach so happy bin, dass ich jetzt dabei bin. Ich finde, das, was hier geboten wird und was gerade auch die Musikauswahl ist, das liegt mir sehr. Erstmal Jan-Christoph, der macht das toll und ich lerne Texte und es macht einfach Spaß. Neue Erfahrungen zu sammeln. Neue Erfahrungen. Und die Texte, die sind alle neu für mich. Da bin ich irgendwo damals stehen geblieben. Das sind zum Beispiel Stücke, die würde ich normalerweise gar nicht singen. Und jetzt entdeckt man Neuland sozusagen. Denn in unserem Alter muss man was für die Gehirnzellen tun. Das ist Gehirnjockey. Diese Popmusik, die hier gesungen wird, das finde ich großartig, das ist witzig und das ist, macht Spaß und das zu gestalten vor allen Dingen auch. Ich freue mich, dass wir da alles auswendig singen und dass es ein bisschen poppig ist und eben halt auch modern. Man lernt ja nie aus und man wird selbstsicher wieder. Man ist ja erstmal nervös und wenn man das mal öfter dann gemacht hat, ist man bestimmt sich. Das Selbstwertgefühl steigt doch ein bisschen dadurch auch. Ja. Laut singen, mich bewegen zur Musik. Ich singe wahnsinnig gern. Und dieses Rhythmik und dieses sehr mehrstimmige Gesang. Also ich bin eine Altsängerin. Und wenn man älter wird, hat man ja schon ein bisschen eine tiefere Stimme. Und das gefällt mir gut, dass wir das auch frei hören sollen. Wo ist meine Stimme? Wie ist es richtig? Wo kann ich mich einordnen? Besseres Singen, mutiger sein, auch mal Solo singen. Ich nicht stur vom Notenblatt ablese, wie ich das dann so gewöhnt bin. Ich habe immer darauf gewartet, mal ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und mal meine Stimme zu hören. Und das ist mir hier durch Jan gelungen. Da bin ich ihm sehr dankbar, dass ich auch die Scheu überwunden habe. Du hast keine Angst davor, dass du mal einen Fehler machst, sondern er ist jemand, der dich trägt. Also unser Leiter kriegt auf alle Fälle eine 1. Plus Jan-Christoph. Also der macht das so super, das gibt es überhaupt nicht normal. Für mich ist das ein Highlight, mit ihm zu arbeiten. Und ich finde, das macht er großartig. Ja, mit Lust und Anschauung auch und man weiß, was er meint und kriegt das ganz toll rübergebracht. Auch das ist hier Theater und so weiter, super gemacht, ja. Kann ich nur weiterempfehlen, ja. Wenn einer singen macht, dann ist das ideal. Ich finde es ganz, ganz toll, was da passiert, vor allen Dingen für ältere Leute. Ich bin rundum begeistert und komme auf jeden Fall weiter hier. Also können Sie die Heaven Can Wait empfehlen, aber weh. Ja. Das ist also einfach ganz toll. Das hat mein Leben bereichert.